Hey Leute, was geht? Und damit alles willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem atemberaubenden Kanal. Heute geht's wieder weiter mit Pokémon Schwert. Oh ja. Und ja, nicht lange nach dem Kopf und Nacken mit ab in dem Video. Ich habe ein Feuer-Pokémon in der Eisgegend. Ja, also werde ich schon krass drauf sein. Ein Meisterball. Oh, ich habe nichts gesagt. What the fuck ist das? Ich glaube, mein Pokémon ist zu schwach dafür, oder? Mit einem ehemaligen Arenaland. Alter! Also müssen wir hier hin, wenn wir viel stärker sind. Alter, was zur Hölle? Alter, Finne, ey. Hätte ich das gewusst, wäre ich hier nicht hingewählt. Hätte ich nicht angesprochen. Hätte ich lieber gewartet. Ich wollte eigentlich nur hier gucken, ob wir dann das freischalten, dass wir hinfliegen können. Damit wir nicht irgendwann später wieder hier müssen. Ja, Digga. Natürlich besiegt ihr alle meine Pokémon auf einmal. Du bist ganz gut, aber gegen mich reicht das noch lange nicht. Achso, seine Tochter ist weg. Mila ist weg, wo steckt meine Tochter? Achso, das war, musste so passieren. Ist das echt deine Tochter? Aber klar doch, was ist das denn für eine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unsere längste überflältigen Vater-Tochter-Ausflug im Angriff zu nehmen, aber sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt. Nur um die Kurve abkratzen zu können. Ja, hat sie auf jeden Fall hier super hinbekommen. So kenne ich meine Mila. Das ist ihr ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Ah, ich weiß nicht. Du gehst hier halt einfach bestimmt. So ist sie, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, oder? Natürlich. Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herzblut geplante legendäre Expedition starten. Moment, hat sie nicht gesagt, sie wollte zu dem Düner-Riesennest gehen oder so? Yep, hat sie gesagt. Ha, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum nachkomme? Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Danke. Man sieht sich, neugierige Trainer. Danke, ich habe so gut gekämpft, dass ich einfach knallhart verloren habe. Ist meine Pokémon wieder geheilt oder alle down? Ah, okay, das musste wirklich so passieren, dass wir verlieren. Ach so. Dann habe ich alles richtig gemacht, ne? Dann ist ja alles gut. Kein Problem. Wo ist dann Route 3? Hier. Okay. Müssen wir doch in diese Richtung laufen. Da bist du ja. Du hast, ich habe die Idee. Wie wär's beim Trainingskampf? Wie oft will er denn noch gegen uns kämpfen? Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Welche Level ist er? 10? Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena-Challenge. 11! Never mind, ich hab nichts gesagt. Ist schon ein Level höher als vorher. Ja, doch. Micro ist nicht so krass, muss ich ehrlich sagen. Also. Hier, Nitro-Ladung, einmal gucken, wie das aussieht. One shot, Bro! One freaking shot.
Gar kein Problem für uns. Nicht schlecht, Rivalin. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Du hältst die Ligakarte von Hop. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arenaleiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich schon. Ich werde das durchziehen knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfordern kann. Warum sagt er nicht einfach mein Bruder? Und dann schnapp ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hop aus Furon Lung haben. Komischer Name für eine City. Kann man nicht irgendwie schneller sein oder so? Schnelleres Laufen, falsche Taste? Nicht, ne? Speichern wir nochmal schnell. Ja, ich weiß, ich speichere es schon sehr häufig, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, das ist was zum Aufheben. Riesenpilz. Haben wir das schon? Skunkapoo. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Ja, haben wir schon, okay. Offenlegung, Alter, okay. Chill. Das ist not fair, Bro. Das ist not fair. Pflücker! Oh. Micro. Ach so. Ich wollte aber ein anderes Flug-Pokémon haben, muss ich ehrlich sagen. Moin! Der erste Arena-Kampf. Ach, der erste Trainerkampf auf der Arena 3. Route 3. Warum sag ich ganz seit Arena? Ich hab schon angefixt, dass die Arena, dass ich Arena-Challenger werden werde mache. Ich habe in den letzten paar Tagen anscheinend das Reden verlernt. Ich habe es anscheinend verlernt. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Es tut mir so leid, dass ich nicht reden kann. Easy. Ah, moin. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du denn Hop gelassen? Der ist anscheinend vorbei. Der ist schon vorgegangen. Typisch Hop, er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Aber da kommen wir nicht quer und wir werden das einfach viel besser machen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Ligapräsidenten Rose. Oder genauer gesagt seiner Firma. Oh, so eine alte Fabrik. Am Ende der Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort aufgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Alter, der ist ja überall tätig. Was zur Hölle? Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewunderswerter Typ. Wenn er so viel macht und so viel Sachen seine Hand drin hat und so drin arbeitet, krass. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Flugzeug hast du dir verdient. Danke. Ja, Flugzeug weiß ich, was es ist. Oh, und deine Pokémon kann ich dir bei der Gelegenheit auch gleich wieder... Danke! Alter! Bist Tuffield, liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehören eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Schön, dich wieder gesehen zu haben. Danke für das Fluchtseil und danke fürs Heilen der Pokémon. Oh. Beleber gefunden. Was ist das denn? Cloncat. Das sieht recht interessant aus. Tackle. Ist das ein Gesteins-Pokémon oder was ist das? Das ist nicht sehr kräftig. Das ist gut. Ist klar, dass du das heute wieder streamst. Hey, heute ist Freitag, Kim. Alter, was ist los? Heute ist doch ein ganz normaler Streaming-Day.
Komm, bleib drin. Bleib drin. Natürlich bleibt er drin. Wir sind nämlich gut. Bis jetzt ist jeder Pokéball, den wir geworfen haben, 100% Fangrate gewesen. Wir haben kein Pokéball ging nach hinten los. Krank. Das ist insane. Bei Dicta hat Kratzer keinen Sinn gemacht. Mit welchen Clown denn? Okay. Oh! Unser Micro entwickelt sich. Ja, komm, in was zu? Zu was? Kranowitz entwickelt. Geil. Sieht auf jeden Fall besser aus als das Micro. Weiß das jemand im Chat, ob Micro mehrere Entwicklungen hat? Also nicht nur die, sondern noch eine weitere? Das meine ich damit? Oder ist das jetzt die einzige Entwicklung, die Micro hat? Guck dir an. Das kriegen wir doch niemals. Wir sind doch gar nicht so schnell. Können wir laufen? Nee. Du bist doch diejenige, die vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Genau, das bin ich. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Yep. Wie armselig. Jetzt hör mir mal ganz mal gut zu. Der Liga-Präsident ist 1000-mal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Digga, das ist mir doch scheißegal, Alter. Ich habe die doch nur gekriegt, weil der Bruder einfach mein Freund, also wir Kollegen sind. Das heißt, ich bin auch 1000-mal wichtiger als du. Alter, warum ist der so abgehoben? Wieso hat er vom Präsidenten eine fucking Empfehlung bekommen, so hochnäsig wie der ist? Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Wir werden den sowas im Platt machen, Safe Call. Auch wenn er mit seinem Superball da so prahlt. Oh, was ist das denn? Das kenne ich noch nicht. Aber die sind jetzt auch nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Nein. Ich habe nichts gesagt. Ist alles in Ordnung. Ganz ruhig. Konfusion. Alter, es ist doch sehr stark, Alter. What the fuck? Wir haben es hingekriegt. Mit einmal Biss. Ich wollte wenigstens noch so Level Up, weil der wird jetzt sowieso sterben. Ich werde jetzt nicht an den Trank rein. Moli Morba. Oh lol, oh wie sweet. Guck mal, wie klein. Biss. Erstmal reinbeißen. Psychstrahl. Aber schon klar, dass wir jetzt dass unser Pokémon jetzt down geht. Klepp die Fuchs. Prügler. Okay, es ist wack. Ja, okay, Prügler, vergiss ganz, dass das so eine Attacke hat, wo mehrfach angegriffen wird. Oh, das war ein Volltreffer. Das auch. Noch einmal? Ja! Okay, ich habe nichts gesagt. Entschuldigung, Klepp die Fuchs. Entschuldigung. Oh, shit. Direkt ein Level Up. Alter, what the fuck? Primova. Komm, wir setzen dafür nochmal Kikleo an. Kikaleo. Ach, was habe ich mir dabei gedacht? Hey. Wow, was ist das denn? Was ist das? Einmal die Nitro-Ladung ist fast down. Die Initiative geht hoch. Easy. Also das sind alles Psycho-Pokémon, ne? Wenn ich jetzt so überlege. Weil die machen alles Psycho-Attacken. Ja, okay, passt ja zu dem Psycho, lol. Das ist verständlich, dass er nur Psycho-Attacken hat.
Warte, was? Was haben wir? Gainer? Nee. Togepi, tut mir leid. Aber Gainer wirst du mir hier nicht erlernen. Verstehe, na, was soll's? Ich habe auch nicht ernst gemacht. Na, ich glaub schon, ich glaub, das war schon sein Ernst. Oh! Oh! Alter, Kleptifuchs! Das süße kleine Kleptifuchs, zu was entwickelst du dich? Oha! Wie schön! Mit dem Bärtchen? Oha, Kleptifuchs, du Gaunux! Oh Mann, Kleptifuchs war ein besser Name. Unlicht. Gaunux. Raub! Ja. Geh, was? Wir haben dann nur Unlichtattacken, ne? Ja, komm, wir machen dann nur Unlicht, dann können wir das Item auch wegmachen, was wir dem gegeben haben. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien. Ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die ich hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ich hab ja schon einen. Ich brauchte jetzt nicht noch mehr, oder?